Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part von Shine. So, hier haben wir aufgehört im letzten Part. Bin immer. Oh. Bleibt mal da, ihr Plattform. Danke. So, jetzt könnt ihr loslegen. Ah, schön, dass aber beide auch gleichzeitig fahren. So, hier muss ich jetzt hochheben. Da bin ich ja im letzten Part doch ein gutes Stückchen weit gekommen. Und jetzt versage ich gleich mal wieder auf ganzer Linie. Ein gutes Stück weiter gekommen und dann bin ich auf einmal in irgendwelche Stacheln getreten. Ich weiß auch nicht, auf so einer Plattform, auf der ich eigentlich laufen kann. Ja, klar, da würde ich auch schreien, wenn er auf einmal megamäßig Flammen von unten. Ach, Mann. Darf doch nicht wahr sein, verdammt. Das passiert mir aber doch jedes Mal wieder. Ich spring da halt einfach zu früh und drück zu früh um. So, jetzt dürfen wir gehen. Gehen wir mal ein bisschen weiter vor am Plattform, damit wir auch gut landen. Ich glaube sogar fast, dass es da bereits zu Ende gewesen sein könnte. Bin mir nicht ganz sicher. Aber eventuell. Och, das darf doch nicht wahr sein. Ich war doch durch. Das war doch nur die Ferse. Allerhöchstens. Allerhöchstens. Da kann man doch mal ein Auge zudrücken, Mensch. Ja, aber offensichtlich. Nein! Gut, jetzt habe ich mich so gefreut, dass das hier geklappt hat, dass ich hier jetzt völlig verpeilt. Dass ich hier jetzt völlig verpeilt habe. Meine Güte. Gut, jetzt können wir erstmal warten. Und hier sollte ich umschalten. Oh, fuck. Alter Verwalter, es war also da auf jeden Fall noch nicht fertig. Ja, was haben wir hier? Nein, what the fuck? Haben wir hier auf jeden Fall noch irgendwas? Käse. Ich wollte jetzt unbedingt wissen, was da ist. Na, vielleicht muss ich dann einfach auf der Plattform weiterbleiben. Aber da war doch hier der Ausgang, der nächste. Und das war falsch. Das war falsch gedacht gerade. Gerade mache ich mir gerade mehr Gedanken um das, was da hinten dran noch sein könnte. Oder vielleicht auch nicht. Anstatt hier Gedanken ums Weiterkommen zu machen. Ladifee. So, da sind wir da auf jeden Fall schon mal wieder durch. Eigentlich war es so glücklich, da jetzt durch zu sein, ne? Nein! Das war dumm. Das war dumm. Naja, selber schuld. Das kann ich nochmal von vorne anfangen. So. Muss ich auf das da warten? Hier kann ich eigentlich. Ah, nein, verdammt! Ich bin gesprungen, statt das Licht umzuschalten. Ah. Ja, das ist mega Dings bei mir. Die falschen Tasten drücken. Vor allem bei solchen Spielen mache ich das gerne mal. Irgendeine falsche Taste drücken.
Sei doch nicht so gemein zu mir, Mensch. Es war noch lange nicht. Ich habe viel zu früh gedrückt. Ja, ich weiß, aber. Mensch! Das war eben auch gerade irgendwie so ein Sprung und da denke ich mir. Was war das? Warum bin ich so weit gesprungen? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht beantworten. Ach, come on. Da denke ich mir manchmal, ich bin doch schon vorbei, Mensch. Und dann doch nicht. Und dann halt doch nicht, ne? So, hier. Am besten erst springen, wenn wir vorbei sind. Und hier am besten auch erst drücken, wenn wir vorbei sind. Menschenskinners. Und vor allem, ich war ja eigentlich schon durch. Macht dann so einen Käse. Aber ich bin halt auch neugierig, ne? Mega neugierig bin ich. Verdammt, verdammt, verdammt! Ich hab das rote Licht nicht angemacht. Ich habe einfach nur das Grüne aus. Ah, das war wieder selten dämlich. So, hier kann ich eigentlich schon umschalten auf das. Ja, was zum Teufel ist hier? Gut. Hier kann ich stehen bleiben. Nein, kann ich nicht. Verdammt, was ist das denn? Da war doch eben... Ach, komm. Das war da eben... Das war eben derselbe Fehler, den ich schon mal gemacht habe. Ah, verdammt. Okay, was... Das, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder fahre ich mit der Plattform da noch ein bisschen weiter. Oder ich lasse es halt komplett bleiben. Oder ich lasse es halt einfach komplett bleiben und gehe in dieses Dingens rein. Und denke mir einfach... LM. Aber ich denke mir mal... Da ist bestimmt noch was. Da ist bestimmt noch was. Vielleicht aber auch einfach nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur... ein bisschen zu veräppeln. Na gut, ich glaube, ich lasse es einfach lieber und gehe jetzt hier rein. Meine Güte, ob da drüben jetzt noch was ist oder nicht, aber es war jetzt einfach blöd, was ich gemacht habe. Ins Blaue hinein. Ah, das blaue Licht. Und da haut's ab. Wann ich das wohl kriege, das blaue Licht? World. Your perceptive skills always amaze me. What's this supposed to be? As if the swamp wasn't creepy enough. I actually enjoy this world, you know. The perception always depends on the viewer. Da hast du allerdings recht. Nehmen wir auf die Betrachtungsweise an. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt hier auch wieder Laternen gibt erst, oder ob ich jetzt bald auch das grüne, blaue Licht kriege. Ja. Und nun? Ja, Sackgasse. Nein! Hier ist halt aber auch nichts, ne? Kann ich da irgendwas machen? Na gut, ich kann jetzt auch mal einfach erst hier entlang gehen und einfach mal drüber hüpfen. Ja, super. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal hier entlang. Und dann vielleicht einfach zurückgehen, anstatt
Dann einfach mal zurückgehen, wenn wir hier am Ende angelangt sind. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stück zurück. Okay. Bringt nichts, soweit ich das sehe. Oh, die Musik ist auch irgendwie anders geworden. Bisschen creepy. Bisschen creepy, ja? Oh Mann, vielleicht war das jetzt auch so eine Art Challenge hier gerade. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es immer weiter nach links geht. So weit bin ich doch nicht nach rechts gelaufen. Wie weit geht es denn da jetzt bitte schön nach links? Holla die Fee. Ich laufe gerade nach links wie wild und es passiert halt einfach gar nichts. Es verändert sich hier nichts, ne? Rein gar nichts. What the fuck? What the? Okay. Hören wir mal auf nach links. WTF! Ich höre auf nach links zu laufen, gehe nach rechts und schwupps ist da. Nein! Was ist, wenn ich jetzt nach rechts, links laufe? Ja, da ist das noch da. Also war ja auch komisch, da war so eine Art Barriere, also so ein Abgrund so dazwischen. So, hier ist jetzt erstmal nichts. So, ich laufe einfach mal nach links. Jetzt laufen wir einfach nicht so ganz weit nach links, sondern gleich wieder nach rechts. Und schon ist da was. Und da hübsch. Vielleicht sollte ich mich hier ein bisschen beeilen. Another new look. This, my lucky friend, is a glance into your own world. Enjoy it as long as you can. Do you always have to talk in riddles? Ich glaube, das hat er schon mal gefragt. Dass ich immer so in Rätseln reden muss. Oder warum sie immer so in Rätseln redet. Ja. Ich hätte gerne dieses Sammelobjekt. Kriege ich, komm ich da irgendwann? Ich mache jetzt mal lustig dieses hier. Gucke mal, ob da irgendeine Möglichkeit besteht, da ranzukommen. Okay, ich kann nicht früh genug auf die Plattform raufhüpfen. Um da ranzukommen. Okay, dann geht es so hier wohl nicht. Okay. Okay, das funktioniert nicht. Ich frage mich gerade, ja, ob ich hier nochmal zurückkommen kann irgendwie. Pim, 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 pim. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt nochmal drauf gehen, weil ich es einfach jetzt nochmal machen möchte. Okay, keine Möglichkeit zurückzukommen. Also an diesen... an diese Sammeldingen komme ich nicht mehr ran. Okay. Aber nicht so tragisch eigentlich. Okay. Ihr könnt euch ja jetzt eigentlich auch nur raten, ne? Okay, hätte jetzt das Rote ge... hätte ich jetzt das Rote gebraucht? Ja, tatsächlich, aber... holla die Fee.
Schade. Ja, die Raterei hier gefällt mir gerade nicht so. Mensch. Alles bewegt sich, ja, aber ich darf mich noch nicht... What the fuck? Warum ist das plötzlich so schnell? Das ist so langsam. Und das ist so schnell. Hä? Da war doch... Oh, come on. Gut. Ja, ich denke mal, da hätte eigentlich wieder ein blaues sein müssen, aber ich muss natürlich, indem ich das Licht wechsle, anstatt es auszumachen. Alter, die Fee, aber jetzt haben wir ja auch schon, jetzt sind wir hier schon beim dritten. Kann noch ein Weilchen dauern, glaube ich. Oh, ja, vor allem, wenn ich ins Wasser hüpfe. Okay, aber ich glaube, ich könnte hier durchaus auch mal gerade noch wieder einen Schnitt machen. Und das heißt, im nächsten Part geht es hier weiter. Mal gucken, ob wir da mehr Erfolg haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.